Herzlich willkommen zu Schoolmans Classroom, dem digitalen Homeschooling-Kanal für Schüler Klasse 3 bis 6. Mein Name ist Steffen Schoolman, Grundschullehrer und dein Online-Coach. Homeschooling, das Thema, das zurzeit alle bewegt. Ich biete bei diesem herausfordernden Thema Unterstützung über diesen Kanal an. Was bedeutet das ganz genau? Ich biete über diesen Kanal Unterrichtseinheiten für die Schüler Klasse 3 bis 6 in den Fächern Englisch und Deutsch. Und zwar ganz eng angelehnt an den Unterricht, wie ich ihn auch in der Schule halte. In dieser Unterrichtseinheit geht es um das Simple Present. Das heißt, ich werde dir zeigen, wie man das Simple Present bildet und wann man es verwendet. Außerdem werden wir auf ein paar Besonderheiten eingehen, die du beachten muss beim Simple Present. Vorweg noch ein paar generelle Informationen. Die Stunde ist gedacht für die Klasse 5 bis 6 und ich habe insofern die Stunde so konzipiert, dass ich natürlich schon auf einige Sachen zurückgreife, die du schon kennst oder kennen solltest. Die Stunde ist aber ganz schön voll. Das heißt, es sind ein paar Sachen mit drinne, die nicht so ganz einfach sind vielleicht. Auf die werde ich auf jeden Fall nochmal eingehen. Ganz, ganz wichtig ist, dass du dich beim Erlernen einer Fremdsprache nicht verunsichern lassen solltest mit Dingen, die du vielleicht noch nicht so gut kannst. Das Wichtigste am Erlernen einer Sprache ist, dass du Spaß dabei hast. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das Erlernen der englischen Sprache wahnsinnig viel Spaß macht. Und zwar, weil es relativ easy ist. Wenn wir die englische Sprache mit anderen Sprachen, vor allem mit Deutsch, vergleichen, dann ist Englisch eine sehr, sehr dankbare Sprache zum Lernen. Okay, aber genug geschwafelt. Wir wollen direkt einsteigen. Ich werde versuchen, ein bisschen mehr auf Englisch auch zu sprechen, aber ich werde schon auch hin und her gehen mit den Sprachen Englisch und Deutsch, gerade wenn es darum geht, dir Sachen auch zu erklären, damit du sie auch wirklich verstehst. Okay, then I'd say we go right into it and at first I'd like to tell you something about me. Listen carefully, please. I always get up at 9 o'clock. I sometimes eat yogurt for breakfast. I often go to school by bike. I never play computer games in the evening. Okay, ist dir etwas aufgefallen bei diesen Sätzen? Ich habe jetzt schon verraten, um welche Zeitform es geht. Das ist jetzt gar nicht mehr so schwierig. Es geht also um das Simple Present. Wir schauen uns die Sätze einmal gemeinsam an. Der erste Satz war, I always get up at 9 o'clock. Ich schreibe den Satz mal hier an meine Tafel. I always get up at 9 o'clock. Ich stehe um 9 Uhr auf. Wir verwenden hier das Simple Present, weil es etwas Regelmäßiges ist. Und welches Wort weist denn darauf hin, dass hier eine Regelmäßigkeit zutrifft?
I always get up at 9 o'clock. Ganz genau, das Wort always. Always, immer. Okay, my second sentence was, I sometimes eat yogurt for breakfast. I sometimes eat yogurt for breakfast. Auch hier verwenden wir das Simple Present, weil wir hier wieder eine Regelmäßigkeit haben. Und welches Wort weist denn ganz eindeutig darauf hin, dass wir hier eine Regelmäßigkeit haben? I sometimes eat yogurt for breakfast. Ganz genau, das Wort sometimes, sometimes, manchmal. My third sentence was, I often go to school by bike. Ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Schule. Das mache ich übrigens wirklich. Kann ich nur empfehlen. I often go to school by bike. Auch hier haben wir das Simple Present, weil wir hier wieder etwas Regelmäßiges haben. Welches Wort weist darauf hin, dass wir hier eine Regelmäßigkeit haben? Ganz genau, das Wort often. Oft. An dieser Stelle sehen wir übrigens, dass Englisch manchmal richtig easy ist, often, oft. Das ist schon recht einfach zu übersetzen, finde ich. Okay, the next sentence, my last sentence was, I never play computer games in the evening. I never play computer games in the evening. Ich spiele nie Computerspiele am Abend. I never play computer games in the evening. Auch hier haben wir eine Regelmäßigkeit, ganz klarer Hinweis durch das Wort never, niemals, nie. I never play computer games in the evening. Diese Wörter, always, sometimes, often, never, sogenannte Häufigkeitswörter, die solltest du dir wirklich merken. Klasse 5, wenn du jetzt am Anfang bist, ja, dann gerne schon mal so ein bisschen speichern. Klasse 6 musst du diese Wörter einfach drauf haben. Wenn diese Wörter im Satz vorkommen, sind das für dich ganz klare Hinweise, ganz klare Signal Words, dass du hier das Simple Present verwenden musst. Es gibt noch ein paar weitere Häufigkeitswörter, seldom, mostly, normally. Uns reichen erstmal für den Anfang diese vier Wörter. Always, sometimes, often und never. Okay. So, jetzt schauen wir mal auf das Verb, auf die Zeitform. Simple Present.
das Präsens, die Gegenwart. Und jetzt schauen wir mal, wie es gebildet wird. I always get up at 9 o'clock. Hier ist das Verb to get up. Ich mache jetzt mal nur das get, unterstreiche mal nur das get jetzt hier. Beim zweiten Satz. I sometimes eat yogurt for breakfast. Hier ist das Verb eat. I often go to school by bike. Go. I never play computer games in the evening. Play. Und jetzt wird's richtig cool, weil richtig einfach. Wie wird das Simple Present gebildet? Nämlich wirklich simple. Das kann man wirklich sagen. Wirklich einfach. Es ist einfach nur das Verb in der Grundform. Es wird nicht verändert. Bis auf, und jetzt kommt doch die Ausnahme, bis auf das, auf die Personalpronomen he, she. Aber da sage ich dir gleich noch was zu. Okay. Wir bleiben mal bei dem Personalpronomen I. Und ich finde, ich habe jetzt genug geredet und jetzt bist du auch einmal dran. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, about me, was ich so in der Woche mache. Und ich würde dich bitten, mir einmal so zu sagen, was du so in der Woche machst. Nicht wundern, wenn es sich jetzt komisch anfühlt, einfach mal laut vor sich her sprechen, denn so kannst du am besten die Sprache üben. Ich fange an. Und zwar mit dem Montag. On Monday, I play the piano. What about you? Ich möchte, dass du jetzt einen Satz beginnst mit On Monday, I. Und dann denkst du dir irgendwas aus, was du montags immer machst. Du kannst die Verben verwenden, die ich hier hatte, oder andere Verben, die du schon kennst. Bei dem Personalpronomen I brauchst du überhaupt nichts zu verändern. Das Verb bleibt ganz normal unverändert. Dann mache ich mir weiter mit Tuesday. Und so gehen wir einmal gemeinsam nacheinander die Woche durch. On Tuesdays, I visit my friends. What about you? On Wednesdays, I go to the zoo. On Thursdays, I sing in a band. On Fridays, I watch a movie. On Saturdays, I help in the garden. And on Sundays, I walk in the park. Wir haben also hier einmal 1, 2 fix die 7 Wochentage wiederholt. Die sollten dir geläufig sein. Wir machen es trotzdem noch einmal ganz kurz, dass wir sie wiederholen. I go first and then I'd like you to repeat after me. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Your turn. Very good. Dir wird aufgefallen sein, dass ich gesagt habe, on Mondays and on Tuesdays,
Das ist dann also mit montags, dienstags und so weiter zu übersetzen. Und da haben wir dann auch wieder ganz klar die Regelmäßigkeit und wissen, dass wir das Simple Present verwenden müssen. Okay. Okay, so far, so good. Ich nehme das hier einmal weg. Und verdeutliche dir nochmal, wie das Simple Present gebildet wird und geh nochmal so ein bisschen auf ein paar Besonderheiten ein. Okay, wir erstellen mal zusammen ein kleines Tafelbild. Wenn du möchtest, kannst du es gerne auf ein Blatt Papier übernehmen oder einfach nur gut aufpassen, was jetzt hier an der Tafel los ist. Also Simple Present. Ich mache das immer so, dass ich so eine kleine Tabelle mache, um das dann auch mal allen Schülern zu verdeutlichen, wo wir dann so ein bisschen schreiben, wann, wie und die Signalwörter. Wir machen es heute ein bisschen in der vereinfachten Form. Das heißt, normalerweise mache ich hier Plus, Minus, Fragezeichen. Das heißt, die Aussagesätze, die Verneinung und die Fragesätze. Das sind ja die Sätze im Prinzip, die bei jeder Zeitform wichtig sind zu lernen. Wir beschränken uns in dieser Unterrichtseinheit lediglich auf die Aussagesätze, Verneinung und Fragesätze, wirst du von mir in einem anderen Video bekommen. Okay, also zunächst einmal, wann verwenden wir das Simple Present? Auch hier vereinfachen wir ein kleines bisschen. Wichtig sind hier zunächst die Stichwörter Zustand. Das heißt, wenn ein Zustand beschrieben wird, the door is blue, he is 12 years old, zum Beispiel. Oder das Phänomen, was wir hier eingangs hatten und worum es in dieser Stunde eigentlich schwerpunktmäßig geht, etwas Regelmäßiges. Das heißt, etwas, was regelmäßig stattfindet. Wie wird es gebildet? Und das ist wirklich sehr, sehr cool. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur das Verb. Lediglich das Verb. Zum Beispiel nehmen wir mal das Verb to sing. I sing a song. You sing a song. So, und jetzt kommt die Regel, die beim Simple Present immer gegenwärtig sein muss. Nämlich bei den Personalpronomen he, she, it. Und ich bin mir sicher, dass das die meisten von euch schon gehört haben. He, she, it, das S muss mit. Das heißt, wir haben hier bei der Regel wie das Verb in Klammern plus S, und zwar bei he, she, it muss das S mit. Das heißt, wir haben I sing a song, you sing a song, aber he sings a song, she sings a song, it sings a song, we sing a song, you sing a song, they sing a song. Die Personalpronomen, speziell in der 6. Klasse, das darf überhaupt kein Problem mehr sein. Klasse 5, da fangen wir so ein bisschen an. Auch hier von mir ein Hinweis, es fällt mir oft auf,
dass wenn so Grammatik, Wörter genannt werden, erstmal so eine große Verunsicherung da ist, oh mein Gott, jetzt ist ein Grammatikwort, einfach da ein bisschen Selbstvertrauen zeigen, finde ich, ein bisschen kurz überlegen und nicht von vornherein, nur weil es sich um Grammatik handelt, sofort den Rückwärtsgang einschalten und die anderen machen lassen. Also Personal Pronouns, die Personalpronomen, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie im Deutschen, I, you, he, she, it, we, you, they im Englischen. So schwer ist das nicht. Die sollte man einfach parat haben. Okay, und dann haben wir jetzt also gesehen, nur das Verb, super easy, bei he, she, it, das S muss mit. Diese Regel müsst ihr im Schlaf können. Das heißt, wenn nachts um zwei der Wecker klingelt, wie ist die Regel? Dann muss das da rausgeschmettert kommen. Okay. Das gleiche haben wir also hier bei she sings a song und it sings a song. Okay. Das ist im Prinzip auch schon alles. Und wenn wir das mit der deutschen Sprache vergleichen, ist das sehr, sehr dankbar. Okay. Auf drei Sachen würde ich hier gerne noch eingehen, und zwar auf drei Besonderheiten. Und zwar, die erste Besonderheit sind die Verben, und das sind wirklich sehr gängige Verben, wichtige Verben, do und go. Das heißt Verben auf O. Diese beiden kommen wirklich sehr oft in der Sprache vor. To do, tun, to go, gehen. Hier musst du jetzt nicht nur bei he, she, it ein S hinten dranhängen, sondern ein ES. Das heißt, do wird zu das und go wird zu goes. Das ist hier wichtig zu beachten. Die zweite Regel sind Zischlaute. Das hat mit der Aussprache eigentlich meist was zu tun hier. To watch. Und damit es nicht bei he, she, it, she, watch, kann man gar nicht aussprechen, klingt dann auch ziemlich doof, wenn man ehrlich ist, müssen wir hier Folgendes beachten. Watch wird zu watches. He watches TV, she watches TV, it watches TV. Und die dritte Besonderheit, das ist auch was, was in der englischen Sprache oft vorkommt. Das heißt, wenn das Verb auf Y endet, wie zum Beispiel to tidy, aufräumen, dann musst du das Verb ja verändern bei he, she, it. He tidies his room, for example. Und hier wird das Y zu I. Tidies his room. Dooferweise ist es nicht bei allen Verben, nämlich play, hier haben wir ein Vokal und da bleibt das Y dann stehen. So, einmal kurz schütteln. Das letzte war vielleicht ein bisschen, ja, kompliziert, ist übertrieben, finde ich, aber das war jetzt vielleicht ein bisschen viel. Einmal schütteln, du musst wirklich nur beachten, simple present ist einfach nur das Verb, nur bei he, she, it. Wie ist dort die Regel? Sag sie bitte einmal für mich laut auf.
Ganz genau. He, she, it, das Es muss mit. Und das ist auch schon alles für die Aussagesätze. Okay. Okay, so let's see if you really understood the rules about simple present. Ich möchte gerne mit dir eine kleine schriftliche Übung machen. Und dazu nimmst du bitte ein liniertes Blatt Papier heraus. Okay, I'd like you to please get out a piece of paper. You need a pen. And that's it. Ein Füller, ein liniertes Blatt Papier, Überschrift, Headline, machst du vielleicht einfach Übung oder Exercise. Und dann möchte ich dich bitten, einmal zu nummerieren von oben nach unten, Zahlen von 1 bis 10 untereinander in die Zeilen. Ich nehme dies hier einmal weg. Und mache ebenfalls einmal untereinander die Zahlen von 1 bis 10. Ich denke, dass du keine Zeile freilassen musst, wenn du nicht riesengroß schreibst. Ganz wichtig, das sage ich meinen Schülern auch immer, keinen Rand zum Rand lassen. Das heißt, wir fangen direkt am Anfang der Zeile an zu schreiben und nicht mitten auf der Zeile. Und dann reicht meistens der Platz auch aus. Okay. So, folgende Übung habe ich für dich mitgebracht. Und zwar habe ich dir 10 Sätze mitgebracht und die ersten 5 werde ich diktieren. Die Sätze 6 bis 10 sage ich auf Deutsch und ich möchte, dass du sie direkt ins Englische übersetzt. Wenn dir der zweite Teil dieser Aufgabe zu schwierig ist, dann darfst du ihn auch einfach überspringen. Aber ich denke, speziell Klasse 6 sollte das hier definitiv möglich sein. Ansonsten kannst du auch diese Übung natürlich jederzeit oder dieses Video jederzeit dir nochmal anschauen. Okay. First sentence. I often read Comics. Ich warte jetzt, bis du den Satz aufgeschrieben hast und dann werde ich ihn an die Tafel schreiben und wir werden gemeinsam vergleichen. I often read comics. Full stop. Punkt. Beachte, im Englischen wird fast alles klein geschrieben. Der Satzanfang wird allerdings genau wie im Deutschen groß geschrieben. I often read comics. Okay, I think you should be done. Number 2. You never eat old sandwiches. Full stop. Jetzt hast du natürlich recht. Jetzt habe ich gar nicht eingehalten, was ich dir versprochen habe. Wir vergleichen zunächst den ersten Satz. Okay. I often read comics. Full stop. I often read comics. Ich möchte, dass wir jetzt einen roten Fineliner und einen grünen Fineliner zur Hand nehmen. Das mache ich jetzt auch.
Und mit dem roten Fineliner unterstreichen wir mit Lineal, immer mit Lineal unterstreichen, unterstreichen wir das Häufigkeitswort often. Der grüne Fineliner, der kommt gleich erst zum Einsatz. Den brauchen wir in diesem Satz noch nicht. I often read comics. Okay. Number two. You never eat old sandwiches. Full stop. You never eat old sandwiches. Full stop. Du isst niemals alte Sandwiches. You never eat old sandwiches. Ich schreibe den Satz auch bei mir auf. Full stop. Dann möchte ich, dass du den roten Fineliner zur Hand nimmst und bitte das Häufigkeitswort unterstreichst. Wo ist hier das Häufigkeitswort? Ganz genau, never. Das ist der Grund, warum wir hier eat das Simple Present verwenden müssen. Wir haben hier das Personalpronomen you, müssen also hier beim Verb überhaupt nichts verändern. Okay, number three. He sometimes plays football. Full stop. He sometimes plays football. Full stop. I give you a minute to write down this sentence. And then I will note down the sentence as well. He sometimes plays football. Okay, I'd like you to get your red pen and underline the signal word. Bitte mit dem roten Fineliner einmal wieder unser Signalwort, unser Häufigkeitswort unterstreichen. Wo ist es hier? Ganz genau. Sometimes, manchmal wird unterstrichen. So, und jetzt ist der Moment da, jetzt brauchen wir den grünen Stift. Denn hier haben wir eine Besonderheit. He sometimes plays football. Wir haben jetzt hier das Personalpronomen he. Und was haben wir gelernt? Ganz genau, he, she, it, das S muss mit. Und wo muss es mit? Es muss beim Verb mit. Und deswegen unterstreichen wir mal bitte beim Verb, hier hinten ebenfalls mit grün, das S plays, das S am Ende wird bitte ebenfalls mit grün unterstrichen. Okay, number four, here we go, number four. She always makes her bed. She always makes
her bed. Sie macht immer ihr Bett. She always makes her bed. I think you should be done. Take a look carefully. She always makes her bed. Full stop. So, wir nehmen bitte den roten Fineliner und unterstreichen das Häufigkeitswort. Jetzt bist du da schon wirklich im Training, weißt schon, wie es läuft. Okay, wo ist das Häufigkeitswort? Ganz genau. Always, immer mit Rot unterstreichen. Und das hast du auch schon erkannt. Wir brauchen wieder den grünen Stift, denn wir haben hier das Personalpronomen she. Und die Regel, ganz genau, he, she, it, das S muss mit. Diese Regel im Schlaf, Tag und Nacht, die musst du draufhauen. Draufhauen nicht, die musst du drauf haben. So, bitte nicht draufhauen. Okay, she always makes her bed. Und ich möchte, dass wir beim Verb das S, was hier mitkommt, auch unterstreichen. Okay. Number five. It often works. Full stop. It often works. Es funktioniert oft. It often works. Full stop. Wir nehmen bitte wieder unseren roten Stift und unterstreichen das Häufigkeitswort. Wo ist das Häufigkeitswort? Ganz genau, often, oft. Und wir brauchen ebenfalls unseren grünen Stift. Und wir unterstreichen bitte das it, denn wir müssen auf die Besonderheit achten. He, she, it, das S muss mit. Und zwar geht das S hier hinten mit beim Verb works. Das S muss hier hinten dran beim Simple Present. It often works. So, jetzt machen wir das alles ein bisschen schwieriger, habe ich mir überlegt. Und zwar möchte ich, dass du den deutschen Satz, den ich jetzt sage, ins Englische übersetzt. Natürlich geht es nach wie vor um die Häufigkeitswörter und um das Simple Present. Und du musst aufpassen, ob das S mit muss oder eben nicht mit darf. Okay, here we go. Wir hören oft Musik. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Hören, hier im Sinne von zuhören, ist to listen. Wir hören oft Musik. Kurz überlegen. And then write it down in English. Darauf achten, dass der Satzanfang groß geschrieben ist. Okay. Wir hören oft Musik. Okay. We often listen to music. Full stop. We often listen to music. Roten Stift in die Hand, Häufigkeitswort unterstreichen. Genau. Often. Personalpronomen we haben wir am Anfang, das heißt, wir dürfen beim Verb überhaupt nichts verändern und sind dann also schon fertig. Okay. Number 7. Ich
treffe manchmal meine Freunde. Direkt ins Englische übersetzen. Ich treffe manchmal meine Freunde. Ich treffe manchmal meine Freunde. Treffen to meet. I sometimes meet my friends. Full stop. I sometimes meet my friends. Das Häufigkeitswort manchmal, sometimes, wird wieder sauber unterstrichen. Dieses Wort signalisiert dir, dass du das Simple Present in diesem Satz verwenden musst. To meet. Du darfst hier nichts verändern, weil du hier das Personalpronomen I hast. Okay, number 8. Sie helfen immer ihren Eltern. Bisschen schwieriger vielleicht. Sie helfen immer ihren Eltern. Hier musst du ein bisschen aufpassen. Ich helfe dir ein bisschen. Erstmal das Personalpronomen Sie. Das haben wir im Deutschen zweimal. Sie helfen. Dann brauchst du also das They. Nicht she, sondern das they. Sie helfen. They. Und zwar immer. They always help ihren Eltern. Their parents. They always help their parents. Und auch hier unterstreichen wir wieder das Häufigkeitswort. Dir fällt vielleicht schon was auf, wo das Häufigkeitswort steht. Sage ich gleich noch was zu, wenn wir die 10 Sätze beendet haben. Okay, number 9. Ihr trinkt nie Cola. Please translate into English and note the sentence down. Ihr trinkt nie Cola. Du brauchst das Personalpronomen you, und zwar ist es hier in der Mehrzahl. We, you, they. Ihr trinkt nie Cola. You never drink Coke. Full stop. Wir unterstreichen wieder das Häufigkeitswort never. Wir dürfen hier nichts verändern, weil wir haben ja kein he, she, it. Okay, letzter Satz und dann hast du es geschafft. Er sitzt oft auf seinem Stuhl. Er sitzt oft auf seinem Stuhl. Ist ein längerer Satz, gebe ich dir noch ein bisschen mehr Zeit. Er sitzt oft auf seinem Stuhl. Dran denken, im Englischen wird alles klein geschrieben, bis auf ein paar Ausnahmen, aber der Satzanfang wird groß geschrieben. He often sits in
his chair. He often sits in his chair. Wir unterstreichen das Häufigkeitswort often. So, und ich möchte, dass du mir jetzt einmal erklärst, warum muss hier ein sits hin? Einfach mal mit eigenen Worten mir erklären, warum das so sein muss. Du kannst mir das auch einfach so erklären, indem du mir die Regel noch einmal aufsagst, die ja immer präsent ist, wenn es um das Simple Present geht. Sehr gut. Sehr gut, ganz genau. Wir haben hier das Personalpronomen he, he, she, it, das S muss mit und deswegen muss hier ein S hinten angehängt werden an das Verb, ganz genau. So, und jetzt schauen wir uns nochmal die Sätze an und schauen mal ganz gezielt auf den Satzbau. Wo stehen die Häufigkeitswörter? I often read comics. You never eat old sandwiches. He sometimes plays football. She always makes her bed. It often works. Wir haben also das Häufigkeitswort immer direkt vor dem Verb. We often listen to music. I sometimes meet my friends. They always help their parents. You never drink Coke. He often sits in his chair. Sehr gut. Okay. Dann würde ich dich bitten, zum Abschluss dieser Unterrichtseinheit, ich hatte dir ja am Anfang was über meine Tage gesagt, mir nochmal einen Satz zu nennen und zwar über deinen Lieblingstag und warum das dein Lieblingstag ist. Ich fange nochmal an und erzähle von mir. My favorite day is Friday because on Fridays I always watch movies. What's your favorite day? Okay, very interesting, very nice day, and very nice thing you do. Okay, dann war's das für heute. Ich hoffe, dir hat der Unterricht Spaß gemacht und du hast etwas gelernt. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht. Ich möchte dich gerne in den Zeiten des Homeoffice und Homeschooling begleiten, Zeiten, die für uns alle herausfordernd sind. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere mit deinen Eltern meinen Kanal. Hier werden jetzt ganz viele Videos für dich entstehen, damit du von zu Hause aus Unterricht machen kannst. Falls du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne, damit ich dich noch besser supporten kann. Also, empfehle mich unbedingt weiter und gib mir einen Daumen hoch in der Bewertung. Bis zum nächsten Mal, dein Online-Coach.